Einen wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Nerd News. Es sind noch exakt 14 Tage bis zum Release von Super Mario Odyssey und es sind ganz neue Details rausgekommen. Aber natürlich gibt es auch aus anderen Sparten wieder sehr interessante Sachen und da wollen wir doch mal mit einem Emulator heute anfangen. Ein Projekt schreitet erstaunlicherweise sehr gut voran und zwar ist das der RPC S3 Emulator und der ist für die PS3 Emulation zuständig. Und der macht extrem gute Fortschritte, vor allem wenn man bedenkt, was damals für eine Hardware mit dem Cellchip in der PS3 integriert war. Dieser Emulator zeigt wieder einmal mehr, was man rausholen hätte können, wenn die Konsolen von damals schon leistungsfähiger gewesen wären, denn die Spiele liegen in einem wesentlich höheren Auflösung vor, als wie sie die PS3 jemals hätte darstellen können. Das zeigt sich in sehr vielen Szenen, zum Beispiel bei Yakuza 3 oder auch bei Dark Souls. Da ist doch einiges getan worden. Zum Beispiel sieht man in der Rüstung bei Dark Souls, dass diese in wesentlich höherer Auflösung vorliegt, als wie man sie jemals hätte auf der PS3 betrachten können. Ich finde es immer wieder erstaunlich, denn wir sind in einer Generation angelangt, wo wir nicht mehr auf die Ressourcen achten müssen. Alle Spiele werden auf Hochleistungsrechnern entworfen und dann jeweils auf die Hardware runtergebrochen. Und da sieht man mal, was da so bei rauskommt. Ich bin erstaunt und ich hoffe, da wird noch einiges ans Tageslicht kommen. Sony macht eine Ankündigung für neue PlayStation 4 Controller und die sind allerdings nicht von Sony selbst, sondern man hat diese richtig lizenziert und an 3 weitere Hersteller abgegeben. Der berühmteste Hersteller davon dürfte Hori sein, der ja schon seit quasi Jahrzehnten für Konsolen hochwertiges Zubehör herstellt, so auch für Nintendo und auch für das Nintendo 64 damals und auch schon davor. Die anderen beiden Hersteller sind Nacon und AdPlay und eines haben diese 3 Controller alle gemeinsam, sie sind alle kompakter als der DualShock 4. Gerade für kleinere Hände sind die dann besser geeignet. Einen kleinen Nachteil gibt es allerdings, keiner von denen ist kabellos. Alle haben ein 3 Meter Kabel, was allerdings für die meisten Fälle reichen sollte. Aber auch vom Xbox-Lager gibt es was Neues, denn nächsten Monat kommt ja die Xbox One X. Und dazu hat sich Phil Spencer jetzt nochmal geäußert. Ein interessantes Detail hat er allerdings auch noch fallen lassen. Und zwar wird bald der Kompatibilitätsmodus für die Xbox 1 Spiele freigeschalten. Also das, was man ja angekündigt hat, dass man die nun auch zocken kann. Ein genaues Datum hat er noch nicht genannt, aber ich gehe mal fast davon aus, dass es zum Release der Xbox One X sein wird. Und die kommt ja Anfang nächsten Monats raus. Seid ihr auch große Fans von Stardew Valley? Dann seid ihr nicht die einzigen, denn das Spiel verkauft sich hervorragend auf der Nintendo Switch, hat allerdings auch noch mit einigen Problemen zu tun. Um in Stardew Valley speichern zu können, müsst ihr euch ja schlafen legen und das zerstört teilweise die Spielstände. Also passt die nächsten Wochen auf jeden Fall auf, der Entwickler ist schon fleißig daran, da einen Patch zu entwerfen. Und ich denke mal, das wird bald gelöst sein. Allerdings kann es durchaus sein, dass ihr dann nochmal neu anfangen müsst. Eine positive Meldung zu dem Spiel gibt es allerdings auch noch. Der Nachfolger ist bereits in Entwicklung. Es wird zwar nicht direkt ein Nachfolger der Story, aber es wird in derselben Welt spielen. Und schauen wir mal auf jeden Fall, was dabei so rumkommt. Bei Nintendo gibt es was zu feiern, denn nicht nur die Switch verkauft sich hervorragend, sondern auch das SNES Mini geht momentan weg wie warme Semmeln. Das war ja so ein bisschen zu erwarten, allerdings kann man doch schon einigen Erfolg verzeichnen, denn im selben Zeitraum wie das NES Mini damals 280.000 Einheiten absetzen konnte, konnte das SNES Mini jetzt 370.000 Einheiten absetzen und das alleine in Japan. Das ist eine sehr interessante Zahl. Das beweist auch, dass Nintendo auf jeden Fall gewillt ist, da mehr herzustellen. Allerdings ist das SNES natürlich auch noch ein ganzes Stück begehrter. Eine zweite positive Meldung gibt es allerdings auch noch. Die Nintendo Switch hat sich bereits über 1,1 Millionen Mal alleine in Japan verkauft. Und das ist natürlich für Nintendo und deren Heimatverbundenheit ein großer Erfolg. Und auch in anderen Ländern sieht es nicht schlecht aus. Die offizielle Zahl aus Frankreich besagt, dass man bis jetzt 398.000 Stück absetzen konnte. Und dafür, dass die Switch in Frankreich ein bisschen schlechter anlief als in anderen Ländern, ist das doch sehr respektabel. Nintendo hat sogar behauptet, man wolle dieses Jahr noch
über 800.000 Stück absetzen allein in Frankreich. Ob das was wird, wer weiß. Allerdings sind die Ziele hochgesteckt und es werden auch mehr Konsolen produziert. Was ist das Hauptthema, was uns beschäftigt? Natürlich Super Mario Odyssey, und da gibt es jetzt einige neue Sachen zu berichten. Und zwar hat Super Mario Odyssey die perfekte Wertung in der Edge abgestaubt. 10 von 10 Punkte sind es geworden. Und wer jetzt denkt, naja, bei einem 10er-System, da wird es wahrscheinlich einige Spiele geben, die das schon erreicht haben. Das ist nicht so, denn die Edge hat bisher erst 19 Mal die perfekte Wertung vergeben. Darunter sind zum Beispiel Spiele wie Super Mario 64 und Zelda Breath of the Wild. Das heißt, Nintendo hat es zweimal dieses Jahr geschafft, einen 10er-Titel rauszuhauen, und das ist ein neuer Rekord. Die Edge hat allerdings ein exklusives Review-Recht. Ich denke mal, da werden die nächsten Wertungen bald kommen. Was denkt ihr, wo wird sich Super Mario Odyssey einreihen? Über 90% denke ich ist gesetzt, aber vor Zelda oder hinter Zelda? Ich bin mal sehr auf eure Meinung gespannt. Das zweite, was es zu dem Spiel zu berichten gibt, es gibt haufenweise neues Videomaterial. So hat Nintendo jetzt zum Beispiel einen coolen Werbespot veröffentlicht in Musical-Form, in dem Mario und einige richtige Tänzer vorkommen, und das ist ein richtig cooler Spot. Here we go, off the rails, but you know it's time to raise our sails. It's freedom like you never knew. Bring your bags, bring your pass, yeah. Say the word, I'll be there in a flash. You could say my life is off to you. Oh, we can zoom all the way to the moon. Dazu sind noch drei neue japanische Kurzspots erschienen. Dazu muss man aber auch gleich sagen, da sind eine ganze Menge Spoiler mit drin. Wem das bei einem Mario-Spiel nichts ausmacht, den kann ich nur das Game Explain-Video dazu empfehlen. Da wird in 16 Minuten das Ganze auseinandergenommen, und da sind doch einige interessante Details dabei. Achtung, und jetzt kommt ein ganz kleiner Spoiler von mir, denn offensichtlich können die einzelnen Welten so ein bisschen miteinander interagieren. Mehr sage ich allerdings dazu nicht. Super Mario Odyssey wird offensichtlich wesentlich größer, als wie wir es bis jetzt vermuten wollt. Wenn ihr Mario Odyssey vorbestellen wollt, unten ist ein Link in der Beschreibung. Wenn ihr darauf klickt und das Spiel über diesen Link bestellt, dann bekomme ich ein paar Cent davon ab und ihr könnt mich indirekt damit unterstützen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Kommentar drunter oder sogar ein kostenloses Abo dalassen. Denn die Abos gehen momentan ganz schön bergab auf YouTube. Das heißt, wenn ihr Bock habt, dann teilt doch das Video noch. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zur nächsten News. Ciao.